Wieso ist Traumsex so viel besser als echter Sex? Weil sie kommen, wenn du es willst. Ja, du hast ja so recht. Und wenn ich soweit bin, sind sie es auch. Hallo? Du siehst toll aus. Und was steht heute an? Homecoming. Kein Sex heute Nacht, okay? Homecoming-Sex ist widerlich. Und so traumhaft eng wirst du nicht ewig bleiben, also verschwende das nicht. Amen. Wir haben $439.000 Schulden. Verfluchter Scheiß! Walk into the room, Mel Page und Mia Carter. Ich bin Clara Luna. Ich investiere $1 Million in euch. $1 Million sind der Wahnsinn! Gucci Gucci! Wenn ihr Geschäftsfrauen sein wollt, müsst ihr viele schwierige Entscheidungen treffen. Ihr müsst ihn feuern. Barrett, du bist gefeuert. Was? Hey, hass nicht mich, hass Mel. Es war ihre Idee. Was? Was zum... Was ist denn da? Ich habe kein Problem damit, reich zu werden. Aber nicht so. Hast du das gesehen? Was? Sie will unsere Ideen klauen. Du bist ein Miststück. Danke. Gern geschehen. Laut Vertrag zahlt ihr Claire ihren Anteil für den Rest eures Lebens. Mit dem Scheiß kommt sie nicht durch. Du bist eine lügende, böse, hinterhältige, pferdezähnige Jessica Rabbit-Kopie von Miststück! Was sagst du jetzt, Bitch? Was sagst du jetzt? Wir holen uns unsere Firma zurück. Oh shit, das Baby ist hier. Was? Mach das aus! Au! Das Baby sieht aus, als ob's raucht. Oh, guck dir das an. Zieh dir das rein. Ist das Gras? Na, wir müssen uns verstecken. Los, los! Also, ihr tickt doch wohl nicht mehr ganz richtig. Er hat's nicht eingeatmet oder so. Was? Deinem Baby geht's gut, er ist nicht high, gar nicht. Leute, wieso habt ihr mir denn nicht Bescheid gesagt? It's going down for real.